Fußball-Bundesliga, spannend wie lange nicht mehr. Was ist nur los mit dem FC Bayern? Die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren. Und hier die Ergebnisse vom 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Dortmund schlägt Frankfurt 4:0, Mainz besiegt die Bayern 3:1. Hoffenheim unterliegt Köln 1:3, Bochum-Wolfsburg 1:5, Hertha verliert gegen Bremen 2:4 und Augsburg und Stuttgart trennen sich unentschieden 1:1. Und der neue Trainer des FC Bayern, Thomas Tuchel, der war nach der Niederlage bei einem seiner Ex-Vereine Mainz 05 einfach nur noch ratlos. Also, es fehlen die Mittel, zurück in die Spur zu kommen. Also die zu emotional zurück in die Spur zu kommen. Ich glaube, es geht gar nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein größeres Motivationsproblem ist, einen 11. Titel, einen 10. oder einen 9. oder einen 8. zu holen. Ich glaube, das gibt sich nicht viel. Und natürlich können aus diesen Serienmeisterschaften kann Anspruch entstehen, der das entwertet, der Auswärtssiege, Heimsiege gegen Bundesligamannschaften dann scheinbar entwertet, weil das ja dann eh normal ist. Das ist aber die Ausgangslage. Also das ist in Paris so und das ist einfach hier so. Wir haben den besten Kader in der Liga, wir haben den größten Etat in der Liga. Ist unser ureigenster Anspruch, Meister zu werden. Und zwar die ganze Zeit. Und da gehört aber dann schon auch, ja, da gehört halt auch, ich weiß nicht, die Sachen, die uns jetzt gerade abgehen, die gehen uns jetzt auch nicht seit 3 Wochen ab. Ich habe gehofft, dass wir da wirklich weiter sind und auch ein paar Mal das Gefühl gehabt, auch in Spielen, Zwischenspielen, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber offensichtlich liegt das tiefer drin.